Und eine interessante Frage ist natürlich auch, wie geht es eigentlich mit Heinz-Christian Strache weiter? Er hat seinen Rückzug angekündigt, wird nicht mehr Vizekanzler sein, wird nicht mehr FPÖ-Chef sein. Aber es gab dann schon auch Spekulationen in den vergangenen Tagen, ob er nicht vielleicht doch auch irgendwie in der Politik bleiben könnte, womöglich zurückkehrt in die Wiener Landespartei womöglich. Norbert Hofer haben wir dazu gefragt, den designierten FPÖ-Chef. Wie geht's weiter mit der Wiener Partei? Das sind die nächsten Schritte, die wir besprechen werden. Mir ist wichtig, dass diese Partei maximale Transparenz garantiert, dass wir noch diese Spenden offenlegen, die es gibt. Es werden Wirtschaftsprüfer alles prüfen. Also ich stehe dafür, dass wirklich alles so passiert und abläuft, dass maximale Transparenz hier ist. Allerletzte Frage. Es gibt Gerüchte, dass Ex-Parteiobmann Strache in Wien Parteichef bleibt. Wie sehen Sie das? Würden Sie das befürworten? Das kann ich nicht bestätigen. Heinz-Christian Strache ist von allen Ämtern zurückgetreten. Und wird das auch bleiben? Also ich kann Ihnen sagen, dass es ein Schritt war, der absolut notwendig war und dass nichts geplant ist, was jetzt irgendwie so der Fall wäre, dass er jetzt in Wien Parteiobmann wird oder jetzt kandidiert. Das ist absolut nicht der Fall.